Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Backshow vom OKTV Ludwigshafen. Heute als Weihnachtsspecial wollen wir ein Plätzchen backen. Und als erstes müssen wir dafür erstmal einen ganz einfachen Mürbeteig zubereiten. Dafür brauchen wir zunächst 125 Gramm weiche Butter. Jetzt tue ich einfach mal die Butter hier in die Schüssel geben. So. Als nächstes benötigen wir 200 Gramm Weizenmehl, haushaltsüblich Typ 405. Alternativ könnt ihr auch die Maßeinheit 1,5 Cup nehmen. Ich messe das jetzt hier mit diesem Becher ab. So, das Mehl geben wir auch in die Schüssel. Und als nächstes benötigen wir Zucker. Ich habe jetzt hier so einen Backzucker, aber es eignet sich jeder Zucker. Kann auch vielleicht braunen Zucker nehmen, wenn man das bevorzugt. Das ist ganz einem selbst überlassen. Davon brauchen wir 100 Gramm oder einen halben Cup. Ja, das passt ungefähr. Alles in die Schüssel geben. So, jetzt noch eine ganze Packung Vanillezucker. Das sind 8 Gramm. Es gibt dann einen schönen Vanillegeschmack. Und zu allerletzt benötigen wir ein Ei. Und jetzt müssen wir alles zu einem Teig verkneten. Ich nehme erstmal noch einen Löffel und rühre das ein wenig um. Die Ausstecherform in den Teig stechen, so ein bisschen wackeln und dann einfach rausnehmen und erstmal beiseite legen. Mal gucken, dass man halt nicht zu viel Teig verschwendet. Deswegen fange ich ganz gerne am Rand an. Dann lasse ich nicht so viel Platz nach außen. Genau, verschwende ich nicht so viel Teig. Und diese Plätzchen, die sind so simpel, aber schmecken so unglaublich gut. Also damit kann man wirklich gar nichts falsch machen. Noch ein paar kann ich jetzt ausstechen. Das Ganze kann man jetzt im Prinzip so oft wiederholen, wie man will. Ich meine, da ist noch Teig übrig. Kann den Teig auch einfach wieder in den Kühlschrank legen und dann beim nächsten Mal noch ein paar Plätzchen ausbacken. Den Ofen müssen wir in der Zwischenzeit auch nochmal höher stellen. Die Butterplätzchen können wir entweder bei Ober-Unterhitze bei 180 Grad backen oder Umluft 160 Grad. Ich habe jetzt mal Umluft 160 Grad eingestellt. Sollte nicht lang dauern, dann ist der Ofen dafür auch warm genug. Dann lege ich hier Stück für Stück meine Plätzchen drauf auf das Blech. Guck, dass sie dabei nicht kaputt gehen. So, und jetzt geht's ans Verzieren. Und hier kommt jetzt das Eigelb ins Spiel. Damit bestreichen wir jetzt gleich die Plätzchen. Dafür schlage ich die kurz ein bisschen mit einer Gabel zusammen. Verrühre die ein bisschen, die Eier. Und dann pinseln wir das so leicht auf die Plätzchen drauf. Ja, genau. Einfach so jedes Plätzchen ein bisschen drauf schmieren.
diese Art von Plätzchen kann man ganz vielfältig dekorieren. Also ich mache es jetzt ganz klassisch, einfach mit ein bisschen Eigelb und hinterher noch ein paar übrig gebliebene Mandelscheibchen drauf. Die haben wir noch von den anderen Plätzchen da. Ja, kann man schon großzügig sein. Die bilden dann so eine schöne Kruste oben drauf, wenn man das Eigelb drauf macht. Ist auch nicht schlimm, wenn ein bisschen was daneben geht. So, Eigelb haben wir drauf geschmiert. Und jetzt nehme ich mir ein paar von diesen Mandelscheibchen und streue die nochmal drüber. Unser Ofen sollte mittlerweile auch soweit sein. Und dann können die Plätzchen jetzt auch da rein. Die brauchen jetzt nicht so lang, weil wir den Ofen jetzt auch auf 160 haben. Deswegen so 7 bis 10 Minuten sollten reichen. Und dann sollten die eigentlich schön durch sein.